Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen, aber feinen Gebäude. Wir haben in der letzten Folge den Außenbereich ein bisschen sauber gemacht. Oh, das kann ich auch verkaufen. Cool. Und hier kommt ja noch ein richtig schöner Pool hin. Ich hab die gerne. Also hier haben wir so richtig geile Terrassenbereiche. Hier können wir richtig geil einen Pool bauen. Aber als erstes Türen raus. Der Innenbereich, haben wir ja gesagt, wird komplett umstrukturiert. Bedeutet, wir müssen erstmal alle Türen und alle Sachen raus, die hier drin schon verbaut sind. Fenster reinigen, das machen wir am Ende. Fenster und Türen muss jetzt alles erstmal raus. Alle Schalter weg, alles raus. Alles wird neu. Da mag ich gar nicht reingucken. Oh, die Garage lassen wir so gleich, wie sie ist. Weil da gehe ich nicht mal mit freiwillig ran. Freiwillig mit der Hand dran. Meine Güte, ey. So, da sind die Kakerlaken wieder. Das wird ihr Bad, haben wir gesagt. Die Tür kommt auch weg. Hier ist auch noch ein Schalter. Die Tür kommt auch. Ich möchte Dokumente voraus. Oh Gott. Ich finde es gleich gerade super, dass ich einfach alles abreiße, was ich finde. Ich wüsste doch noch gar nicht, was ich vorhabe, ey. So, hier nochmal in den Innenbereich. Ja, es wird richtig aufgeräumt hier, Jungs. Macht sauber die Kacke. Einmal die Kakerlaken hier weg. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, hier Kakerlaken zu haben? So, ohne Scheiß. Aber das scheint denen ja super zu gefallen, was ich hier mache. Deswegen einfach mal alles ein bisschen sauber machen. Hier nochmal die Kakerlaken weg. Beim Mob und funktionieren. Ich habe es jetzt nicht lesen können in der kurzen Zeit, wo ich es gesehen habe. Hier ist noch irgendein Raum, der richtig... Ah ja. Warte mal, erstmal hier so nochmal per Hand. Zack. Alles einmal runter säubern hier. Dann mit unserem Wischmob 3000 hier durch. Neue Fertigkeitspunkte. Irgendwas kann ich hier anbringen. Achso, die muss ich neu montieren. Wann anders? Ich sehe hier schon wieder Dreck. Muss halt hier alles nacheinander sauber machen. Das macht es jetzt echt nicht einfach. So sauber hier. Also ist der einzige dreckige Bereich noch das... Okay. Wir machen alles schön nacheinander halt, damit wir auch wirklich nachher alles auf einen Schlag wegkriegen. Ansonsten haben wir echt nachher ein Chaos noch hier. Okay, wir haben jetzt schon Chaos in diesem Haus, aber nachher haben wir dann wenigstens nicht so ein Chaos. Alles muss raus. Raus, 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 raus. Raus, 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 raus. Ihr werdet verkauft. Sauberes Haus. Ich weiß gar nicht, wie viel würden die mir jetzt aktuell bieten für das Gebäude. Ich habe jetzt alles rausgerissen, was es gibt. Und noch nichts dran gemacht, außer den Müll weggeräumt. So. Jetzt ist alles sauber. Die Hütte ist komplett... Kann ich das nicht im Tab sehen? Hinter Käufer? Aber bei dem habe ich schon was verkauft, ne? Genau, ein Badezimmer. Gut, Schlafzimmer. Ich brauche ein eigenes Arbeitszimmer. Es gibt keinen Platz für Bücher und Dokumente. Verbesserung. Ich kann beim Aufräumen was verbessern. Ultramischwob. Wow. Und hier kann ich auch was so. Goldenes Händchen. Schnelleres Vergips. Immer mal schnelleres Vergipsen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte man dieses Mal brauchen. Wo ist der Hammer? It's Hammer Time. Putz. Do it now. Putz. We have to go around here. Wow. Ich finde es toll, dass das Spiel einfach alle... Mach mal. Guck, ob funktioniert. Und wenn ja, dann mach mal. Ne? Ach, und jetzt auch noch was. Bitz, weg damit. Bitz. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Viva la Mauer. Warum macht es Spaß, sich auf eine Mauer in-game ein? Ich würde es gleich echt mehr Spaß machen. Viva la Mauer! Da sind auch noch ein paar Stückchen Platz. Was ist denn so eine Tür 4, glaube ich? Neue Fertigkeitspunkte.
Rabatz, viva Lava Francais! Rabutz! Das ist irgendwie voll witzig, ich weiß bloß nicht wieso. Rabutz! Also das soll ja unser Gang werden, ne? Weil die ganze Wand muss auf jeden Fall noch weg. Aber wir haben nur einen neuen Fähigkeitspunkt, vergesse ich dauernd. Sterne, schnelleres Abreißen. Ich hätte trotzdem gerne den großen Profi am. Bums! Der ist ja so oder so schon schneller. Bitz! Bitz! Weg mit der Mauer! Also ich als Profi-Hammerer sag hier, nee, die Mauer muss weg. Das ist zwar ein komischer Spruch, aber er stimmt. Batz. 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 Das macht Spaß. Und ich weiß nicht wieso. Batz. 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 Und jetzt hier oben mal drauf, dann haut es auf sich alles runter. Nee, okay, doch nicht. Batz. Wie hältst du dich denn noch? Wegen mit der Mauer! Viva la France! So. Okay, das steht hier schon mal. Genau, die Mauer musste dann auch noch weg. Bedeutet hier. Putz. Ich hab gerade den Steckplatz abgeschlagen. Weg damit! Weg mit dem Oldie-Scheiß hier! Freie Küche für alle. Das ist witzig irgendwie. Ich glaube, das sage ich jetzt gerade zum zweiten oder dritten Mal schon. Aber ich finde es echt witzig. Einfach, du haust einfach so drauf und es zerspringt alles in 1000 Einzelteile. Stell dir vor, es wäre echt so. Jeder würde Renovierer werden, weil einfach nur down mit einem Hammer draufhauen will. Ribbums. So. Ein Hoch auf eine freie Küche. Freie Küche für alle. Ein sauberes Haus. Ich glaube, so sauber ist es aktuell nicht mehr. Hey, irgendwo muss es doch... Ja, hier. Draufkommen. So, okay. Alter, man hat hier viel Platz vielleicht. Okay, und die Wand muss nach vorne. Also weg. Tschüss. Bis den Weg. Ich hab da schon eine Mauer weggehauen. Gut zu wissen. Jetzt hab ich vergessen, wie weit die Tür ist. Scheiß drauf! Weg mit dem Ding hier! Zack. So. Okay, dann haben wir gesagt, da draus machen wir ein großes Bad. Bedeutet, das muss auch weg. Und nein, ich mache das nicht nur, weil ich gerade voll Bock drauf habe. Ich weiß nicht, das macht echt Spaß. Aus irgendeinem Grund macht das schon einfach Spaß. Ich würde sagen, nachdem wir kurz die Wände rausgekriegt haben, muss ja alles gelüftet werden, ne? Muss ja alles gelüftet, muss ja alles dementsprechend noch ein bisschen einwirken. Vor allem muss das Haus sich daran gewöhnen, dass es ein bisschen feiner und kleiner ist. Das hat jetzt geleckt. So. Okay. Alter, ist das geräumig. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ein sauberes Haus. Ja, das ist echt sauber. Oh Gott! Hilfe! Neue Fertigkeit. Du kannst 3 Wände gleichzeitig bauen. Jetzt kann ich 5. Also rein theoretisch kann ich hier. Ja, irgendwie das. Au! Gut zu wissen! Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Aber praktisch.
So, das passt doch super. So geht es auch um einiges schneller, also jetzt mal ohne Scheiß. So. Wo musste noch eine. Hier musste noch was ran. Jetzt habe ich vergessen, wie das mit der Tür war. So. Ah ne, stopp! Ha! Ich darf nochmal machen. Hau drauf, Willi! Richtig fett mit der Olga! Genau! Und hier unten drauf. Batz! Wir müssen ja die ganze Wände nach vorne verlegen, habe ich total vergessen. Da war ja was. So, warte mal. Wie breit sind die jetzt? 1, 2, 3, 4 breit sind die Türen. Okay. Gut zu wissen. Da muss ja nachher wieder Türen einbauen. Sonst wird das ja nicht so ganz funktionieren. Also irgendwie hat es jetzt gerade am Wert verloren. Ich weiß nicht wieso. Es schaut doch super aus. Ich hau gerade nacheinander die Wände raus. Schaut euch diese offene, dieses offene Gebäude an. Das ist wunderschön. So, wir machen mal hier eine zwei breite Mauer. Ja, ich finde jetzt wurscht, wir machen hier drei breit. So, dann brauchen wir einen Überhang. Wie viel ist denn das jetzt? Sind 3. Ach, das wird immer 2 dazu. Okay, dann brauchen wir noch einen einzelnen dann. So. Dann haben wir hier schon mal die Tür. Dann brauchen wir jetzt hier noch die Wand. So. Zack. Durch viele Mauern kriegt man echt viel Fertigkeitspunkte. Das muss ich schon mal lassen. Wie weit sind wir denn? Also wir können ja mal die Zwischenwand schnell reinziehen. Dann ziehen wir hier noch mal 3 rein. Oh. Ja, die Tür muss dann auch ein bisschen verleicht werden, ne? Ich baue einfach um. Mir scheißegal. Dann brauchen wir noch mal einen Überhang. Einmal einen 3 breiten. Einzelnen. Dann wieder eine ganze Mauer. So, und dann müssen wir hier mal kurz ein bisschen nochmal ackeln. So. 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 Haben wir die ganze Mauer jetzt um eigentlich 2 nach drüben verschoben hier hinten. Ne? Wenn man das jetzt richtig sehen würde. Hm. Und ich wollte das mit Vorspulen machen. Das macht mir einfach gerade so viel Spaß, mit euch zu labern. Ihr seid jetzt halt die Opfer von mir. So. So, nochmal die Mauer weg. Und hier oben auch nochmal weg. Zack. Bedeutet, wir machen jetzt hier schnell Mauerfliesen. Und dann machen wir die Tür, den Türrahmen rein. So. Und dann hier noch einen einzelnen. Einmal Mauer. Zack. Super. Ja, schaut doch ordentlich aus, oder? Also, ganz ehrlich. Nicht schlecht. Ich will jetzt nochmal nach Hause. Ich will nochmal einen Baum machen. Wir haben ja gesagt, hier kommt unser großer Garten hin, ne? Bedeutet, hier muss einmal Rax. Max. Rams. Raps. Raputsch. Der Baum muss fallen. Ich verstehe noch nicht so ganz die Felltechnik in diesem Spiel. Aber scheiß drauf. Baum, falle. Baum fällt. So. Und die auch nochmal. Den haben wir auch noch schnell weg. Da haben wir nicht schon mal eine bessere Aussicht, ne? Der Baum muss weg. Der Baum muss weg.
Nicht die Mauer muss weg, der Baum muss weg. Der Baum muss weg. Hey Gott sei Dank, die Baum muss weg. So. Ja, das wird doch was. Kann man die Außenfassade auch ändern? Also, ja, ich kann außen streichen. OMG, OMG. Wenn man das Haus weiß. Das wird kein Holzhaus mehr, das wird ein Betonhaus jetzt. Kann ich darüber auch schon malen? Kann ich. Also ich muss jetzt darüber nicht so mit Farbe und so, ne? Oder? Haben wir nicht noch einen Fertigkeitsbau? Die erbaute Wand ist sofort gestrichen. Was? Moment mal, was? Die Mauer. Oha! Das hätte mir um so viel. Ich baue nur noch Mauern. Ich streiche nicht mehr. Das ist. Das ist ja. Was kann man noch? Die Mauer ist länger um einen Meter. Die Länge des Mauerns ist länger um einen Meter. Baukosten werden halb. Du kannst die maximale Zahl der Wände in einer Reihe bauen. Oha! Steht da noch sowas? Neue Fertigkeit bei 24 gebauten Gebäuden. 293 Wände streichen? Kriegen wir wahrscheinlich bei der Wohnung hin. Streiche 50% schneller. Hier. Boah. 14 zerstörte Elemente. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben schon viel geschafft. Wir haben einiges abgerissen, einiges verschönert. Wir werden bald unseren Pool mal bauen, aber ich würde sagen, unsere neue Küchenbereich und wie das alles aussieht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!